Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ja, wir sind zurück bei Geralt und ich muss Entschuldigung sagen für ein oder zwei Folgen, die jetzt ausgefallen sind. Einfach weil erst ich keine Zeit hatte, viel für die Schule tun musste leider, deswegen nicht zum Aufnehmen kam und dann das nächste Problem war, dass meine Stimme weg war. Momentan hört man es glaube ich nicht so, dass meine Stimme ziemlich leidet, beziehungsweise ich habe ziemlich Halsschmerzen im Moment. Aber meine Stimme an sich ist soweit wieder okay, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich jetzt zwei, drei Parts aufnehmen kann, dass es wieder ein bisschen hält, bis meine Stimme dann oder meine Halsschmerzen wieder weg sind. Das ist aber jetzt nicht so relevant ist, dass wir wieder hier sind bei Geralt und jetzt mal loslegen. Wir müssen rüber zur Reuseninsel und gucken, was Kera beim Turm macht. Ist ja zum Glück nicht allzu weit, da sind wir auch schnell da per Bootsexpress. Und dann bin ich echt mal gespannt, weil sie meinte ja so, also da brennt Licht im Turm zumindest schon mal. So nach dem Motto, ja, sie hat kein Interesse am Turm, so hat sie es probiert uns zu vermitteln, dann hat sie uns einschlafen lassen mit einem Schlafzauber, dass sie alleine da hier rüber zischen kann. Und das Interesse galt dem Labor, den Forschungen, das heißt, sie hat irgendwas davon, ist ihr Ziel. Und ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt. So, hier hat ein Kontrollpunkt. Komme ich hier irgendwie. Aua. Durch? Ja, wir müssen nämlich wieder den Eingang suchen, der ist irgendwo da drüben. Weil hier kommt man nur durch den einen Eingang rein, ansonsten nicht. Ach toll. Da ist auch noch tiefes Wasser. So, hier geht's rein. So, dann gucken Licht, wir mal. Ganz oben im Turm. Mhm. Ah. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Du hast mich benutzt. Ach bitte, ich habe nur eine Gelegenheit genutzt. Hätte ich gewusst, dass du Alexanders Notizen willst, hätte ich dir nie geholfen, den Fluch der Reuseninsel zu brechen. Na schön, ich war vielleicht nicht ganz ehrlich und hab dich nicht eingeweiht. Aber ich wusste, dass du es schaffst. Männlich, wie du bist. Geralt, Süßer, guck nicht so böse. Sonst glaube ich noch, dass du mich nicht mehr magst. ja. Das stimmt, du verschlagene, doppelzüngige Schlange. Oh, Geralt. Schade, dass du nicht so mit mir geredet hast, als wir gefickt haben. Spaß beiseite. Was hast du mit diesen Notizen vor? Du glaubst wirklich, dass du mich erst beschimpfen und dann zu einem freundlichen Gesprächsniveau zurückkehren kannst? Geh mir aus den Augen, bevor ich noch der Versuchung erliege, dir Manieren beizubringen. Ich gehe, sobald du mir die Notizen gibst. Dann wirst du für immer hierbleiben. Wie? Als ob wir jetzt gegen Kera kämpfen müssen. Das will ich doch gar nicht. Doch auf mit dem Scheiß, Geralt. Klar waren wir nicht so nett, aber warum müssen wir jetzt gegen Kera kämpfen? Das will ich doch gar nicht. Was ist denn Kack doch? Nö. Will ich nicht. Nein, warum muss ich jetzt Kera töten? Hallo? Und jetzt was Besonderes. Will ich doch gar nicht. Hör doch auf mit dem Kack. Hey. Können wir irgendwie
Seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt nochmal lade, aber das mache ich jetzt. Ich kämpfe nicht gegen Kehra. Das könnt ihr vergessen. Geralt auf eine alte Freundin, Kehra Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Kehra auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Kehra ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja, und jetzt nochmal ein bisschen netter mit Kehra reden. Das kennen wir ja schon. Und wir machen jetzt mal die nette Tour. Auch wenn ich nicht so in der Gemütslage bin, jetzt nett zu sein, sondern Geralt ist auch schon angepisst, aber nicht so, dass sie dann ausrastet und wir sie umbringen müssen. Das muss echt nicht sein. Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde. Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen, vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Entweder bist du nur unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emhyr zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Das kann ich nicht zulassen. Tausende werden sterben, es liegt an dir. Ich kann nicht glauben, dass wir gefickt haben. Hör auf dein Gewissen. Du weißt, dass Hunderte, vielleicht Tausende sterben könnten. Na und? Was macht das schon für einen Unterschied, ob Nilfgaards Truppen durch Stahl oder Bakterien sterben? Gar keinen! Eine Seuche kann sich unkontrolliert ausbreiten. Ein Schwert nicht. Da liegt der Unterschied. Halt für einen Moment den Mund und sieh mich an! Siehst du das? Bettwanzen, Geralt. Scheiß Bettwanzen! Ich, Kehra Metz, Beraterin von König Foltest und Mitglied der Loge der Zauberinnen, habe Bettwanzen! Glaub, was du willst, aber ich werde keinen Tag länger in diesem elenden Sumpf bleiben. Nicht einen Tag! Ich werde den Ponta überqueren und deshalb werden mich Radovids Männer sowieso finden. Verstehst du? Ich habe keine Wahl. Ich muss verhandeln. Geh nach Kaer Morhen, du erwartest Mitleid von mir. Ich weiß was Besseres. Geh nach Kaer Morhen. Du glaubst, dass ich dort in Sicherheit bin? Ja, solange du Lambert nicht sauer machst. Emhyr, Radovid, die können dich dort beide nicht kriegen. Luxus gibt es da keinen, aber immerhin saubere Laken. Das ist ganz schön weit, tief hinter der Frontlinie. Aber wenn ich im Wald bleibe, bis ich das Kestrel-Gebirge erreicht habe, müsste ich unbemerkt durchkommen. Also gut, ich kann dir wohl nichts abschlagen, Hübscher. Du weißt, was Frauen wollen und wie sie denken. Okay, das ist jetzt schon mal besser als die Variante davor. Der Gesprächston ist auch ein bisschen entspannter. Sehen wir uns in Kaer Morhen oder bevor ich gehe, die Notizen, ich nehme sie mit. Nein, wir lassen die jetzt mal bei Kehra. Ich hoffe, die weiß, was sie damit macht. Und ich hoffe, ich mache damit jetzt keinen Fehler, wenn ich die nicht an mich nehme. Aber ja, sehen wir dann. Wir sehen uns also in Kaer Morhen? Eine fast bettwanzenfreie Zone. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald, Geralt. Okay, das war jetzt schon mal wesentlich besser wie die Nummer davor. Und Kehra teleportiert sich jetzt wahrscheinlich weg. Jo.
Alles klar. Wir haben zur Förderung der Bildung die Quest abgeschlossen. Jetzt auch mit einem ganz annehmbaren Ende. So. Da ist auch unsere Lebensleiste wieder. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo die hin verschwunden ist. Ja, ich würde mal sagen, wir machen dann hier bei den schweren Schlägen weiter. Auch wenn wir das leider im Moment noch nicht ausrüsten können. Dann speichern wir mal. Und dann gucken wir mal ins Questlog. Was es denn noch so gibt. Blutiger Baron begibt dich zur Burg des Barons. Herrinnen des Waldes findet die Mumen vom Buckelsumpf. Neben Quests haben wir noch ein paar. Gewinne Stjepans einzigartige Karte. Jede Menge Quint-Zeugs. Das ist alles noch zu hoch an Leveln. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Blutiger Baron. Das passt schon so. Und wir müssen zu seiner Burg. Die ist 700 Meter darüber. Na toll. Okay, erstmal wieder hier raus. Dann müssen wir durch den Ausgang raus. Gibt es ja leider nur den einen. So. Also hier rüber. Da können wir mal per Schnellreise agieren. Da muss ich nicht alles zu Fuß erledigen. So, wir sind hier. Und der Baron ist da oben. Da haben wir zwar direkt kein Schnellreisedings, aber hier ein Schwarzzweig. Dann würde ich sagen, reisen wir mal dahin. Und machen uns dann auf den Weg zum Baron. Und schauen mal, was uns da erwartet. So, ein Kaufmann. Den brauchen wir im Moment nicht wirklich. Wir müssen darüber. Plätze. Und das war die falsche Taste. Weltkarte. Ich wollte, dass wir auf dem Weg das hier noch mitnehmen. Plätze. Jawollo. Und hepp. Und weiter so, Plätze. Dann geht's los. Erstmal zur grünen Markierung und von da aus dann weiter zur Burg des Barons. Sie legen sich gegen den finsteren Sturm hin. Da schauen wir mal, was wir da so haben. Monsternest mit Ghoulen. Ah, das ist falsch. Plätze will ich nicht umbringen. So. Neue Aufnahmesession. Ihr wisst, wie es läuft. Oh, es explodiert gleich. Oh, das war nice. Den einen haben wir getötet, die anderen ein bisschen erwischt. Ja, ja. Meine Freunde. Hier gibt es nichts zu holen. Plätze, entspann dich. Alles gut. Komm, Herr Ghoul. Mal hier. Und hier. Jawohl. So. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Ah, das machen wir doch. Da Bümpchen rein. Und heppa. Aua. Das war sehr schlau. So. Wir essen mal ein bisschen Dörrobst. Das Monsternest wäre aber Geschichte. Oh, Silberbarren hatten die dabei. Das finde ich generell gut. Dennoch so Rubin, Asche. Das sind wohl ein paar mehr Leute verbrannt. So, das war die Nummer hier. Den Rest, naja, dann laufe ich mal. Ist ja nicht so weit, dass plötzlich nicht überlastet wird. So, wir müssen hier rüber. Ich schätze mal, da ist dann die Burg des Barons. Und reingehen tut's wohl hier unten. Ja, sieht ganz gut aus. Krähenfels, die Markierung haben wir damit. So, finde den Baron. Dann müssen wir erstmal hier. Verriegelt die Türen. Versteckt die Kinder. Schnell. Das Baron ist abgeschaltet. Immer das Gleiche. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ach du, eine ganze Menge.
aber ich will eigentlich im Moment Ciri finden, der Rest ist mir relativ egal. So. Was wollt ihr denn jetzt hier? Wie Mann des Barons. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Na. Warte mal, da haben wir eine ganz andere Lösung für dich. Folgendermaßen, guck her. Ach, Junge. Was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Ich habe denen doch gar nichts gemacht. Vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons. Aber seine Tochter wird vermisst. Okay. Ja, wir suchen jetzt mal den Baron. Speichern mal hier noch und dann geht's rein. Mal schauen. Halt! Wer ist da? Geralt von Riva. Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Durchsuche das Dorf, um einen anderen Weg hineinzufinden. Okay. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Okay. Das machen wir doch. Der hat genau 2 Kronen bei sich, ist echt heftig. So. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Okay. Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt? Der Ehemann meiner Schwester. Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Alles klar. Sehr schön. Na dann. Gucken wir mal. Rennt er auch weg? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ja, ich kann ihm aber so leider nichts geben. Das ist das Problem. Ja. Okay. Wir erkunden die Gegend, in der die Leiche des Jungen gefunden wurde, so wie die Quest es uns sagt. Plötze. Kommt natürlich aus dem Gebüsch. So. Und hepp. Eleganter Zirkel reiten und los geht's.
So. Brücke rechts haben wir gemacht und dann wieder rechts. Irgendwo einen Hügel hoch. Dem Weg folgen und jetzt wieder rechts. Ja. Und da hängen wieder ein paar Leute und hier müsste es dann schon irgendwo sein. Hier muss irgendwo unser Eingang sein. Da ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Finde die Höhle, die unter den Grenfels führt. Ja, Höhlen sucht man bekanntlich irgendwo hier. Unten. Ah, hab sie gefunden. Da ist er. Jupp. Tauche unter Wasser, um in die Höhle zu gelangen. Machen wir doch glatt. Ich sehe bloß nichts. Okay, wir können hier drin wieder auftauchen. Muss man nach der Folge dann hier das Fenster zumachen, weil das ist die Sonnenseite. Nun hier Licht reinscheint, dann blendet das so, dass man, wenn es dunkel wird im Spiel, nicht mehr arg so viel sieht. Aber es geht gerade noch so. Was ich gerade noch so gesehen habe. Das hat ganz gut funktioniert. Ging auch zackig. So. Dann da hoch. Geralt. Hallo. Ja. Sehr schön. Und hier hoch. Immer alles schön mit weißer Taubenkacke markiert. Unseren Weg. Licht. Ich bin fast da. Aha. Hier geht's raus. Erklettere den Brunnenschacht. Ja. Das sieht gut aus. So. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt ihr nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Nützlich? Wie? So gehört sich das. Ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Hier entlang. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Velen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Grauenvoll, toller Ort, kommt zum Punkt.
ja, ich würde sagen, wir kommen zum Punkt, aber erst in der nächsten Folge, dann machen wir dann weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, ciao, Leute.